Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's wieder in die Kanalisation und zwar wollen wir das heute mal möglichst sparsam machen. Das heißt, wir nehmen nur Nahkampfwaffen mit und keine Schusswaffen. Die einzige Ausnahme wird sein, dass wir Granaten mitnehmen müssen. Falls wir die Version mit den Kokons bekommen, da kommen wir natürlich mit Nahkampfwaffen nicht so weit. Aber wir stellen uns jetzt hier erstmal ohne Ende Hackmesser her. Denn was wäre das Leben in Last Year on Earth ohne Hackmesser? Günstig herzustellen, man findet leicht die guten Modis und es hält extrem lange und macht dafür auch einen guten Schaden. Außerdem dreimal Militärklamotte, 20 Verbände, ungefähr 35 First Aid Kits, Möhren und Wasser. Mehr brauchen wir nicht. Zum Anschleichen ist natürlich ein Hammer ganz gut, müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen, geht auch ohne. Was jetzt wichtig ist, dass wir nicht so viele Zombies auf einmal anlocken, sondern das so nach und nach abarbeiten. Sprich, erstmal nur die, die da rausgekrabbelt kommen, töten, dann den ersten Bliblubber anlocken, dann an den nächsten anschleichen, dort dreifach Schaden machen und schon ist der halb tot. So sparen wir uns hier Medis und Rüstung, da nicht so viele Zombies auf einmal auf euch einschlagen. Ihr könnt euch ja eh nur um einen zur Zeit kümmern. So, hier geht's weiter. Einmal Gas abstellen, an den nächsten wieder anschleichen. Bleibt schön auf der rechten Seite. Denn auf der linken Seite ist zwar eine Leiter, wenn die aber eh eingebrochen ist, muss man die Zombies, die da rausgekrabbelt kommen, gar nicht erst triggern, denn Loot haben sie eh nicht ordentlich. Dann lassen wir die doch glatt da drin, wo sie sind. Die Räume hier unten sind ja sowieso recht easy, da kommt ihr eigentlich total leicht mit dem Hackmesser durch. Ein, zwei sind natürlich ein bisschen schwieriger, wo vielleicht noch ein, zwei Aasfresser oder so ein Berserker drin ist. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten, wie gesagt, nach und nach Zombies weglocken, soweit das geht, anschleichen, soweit es geht. Und dann war es das auch schon. Deswegen lasse ich das hier jetzt nochmal ein bisschen schneller durchlaufen, weil ich glaube, das kriegt ihr easy hin. Hier jetzt wieder aufpassen, dass ihr erst die ersten beiden anlockt, danach die anderen, damit es nicht vier auf einmal sind. Im nächsten Raum ist meistens ein Aasfresser, da könnt ihr euch aber ganz gut direkt hinter der Tür verstecken. Wenn die Zombies auf die andere Seite der Tür laufen, geht ihr einmal einen Schritt zurück, lockt die an und geht wieder nach vorne. Und dann könnt ihr zuletzt den Aasfresser töten, denn der macht jetzt 20 Schaden pro Kotzen. Und ja, den am besten separat zuletzt. Und hier ist es wieder dasselbe, erst die ersten, dann die anderen. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr unten links Auto stehen habt und nicht selbst heilen, umsehen oder was auch immer. Das stellt ihr im Inventar oben beim Sternchen ein. Das sind ja eure Fähigkeiten, die ihr da auswählen könnt und da brauchen wir auf jeden Fall Automatik. Denn dann könnt ihr euch das relativ einfach machen, wenn mehrere Zombies auf einmal auf euch zugerannt kommen. Ihr könnt unten links auf Auto stellen und müsst nur noch heilen. Natürlich solltet ihr vorher darauf achten, dass ihr genug Waffen ausgerüstet habt, dass die Rüstung nicht kaputt geht zwischendurch. Und dann kann euch eigentlich nichts passieren. Sowieso gilt ja, lieber einmal mehr heilen als zu wenig, denn was bringt euch das, wenn ihr oben sterbt, alle Sachen weg sind, da habt ihr trotzdem mehr verschleudert, als ihr rausbekommen habt. Hier jetzt erstmal die Tür aufmachen, falls ihr weglaufen wollt, denn hier drin ist ein Bliblubber und ein Berserker. Der Berserker, wer ihn noch aus Fort Moss kennt, war früher richtig fies, hat einen damals mit einem Schlag totgehauen und jetzt macht er immer noch 20 Schaden, also sollte man den definitiv zuerst töten und dann erst den Bliblubber. In diese Kiste oder wenn hier in dem Raum bei euch eine war, solltet ihr die Sachen deponieren, wenn ihr hochgeht, denn alles, was ihr oben verliert, ist natürlich weg. So könnt ihr es ein bisschen bunkern, hat Uli ja auch schon schlau gesagt. Und er hatte recht. So könnt ihr natürlich nichts verlieren, was ihr jetzt schon habt. Und ja, vorher einmal ausrüsten. Wir haben jetzt auch zum Glück nicht die Kokon-Ebene, sondern können das hier wirklich ohne Schusswaffen easy machen. Nicht verwechseln, schnelle Faule machen 8 Schaden, schnelle Beißer nur 2. Also wenn hier zwei schnelle Faule auf euch zugerannt kommen, aufpassen, dass ihr euch rechtzeitig heilt. Außerdem nicht zu weit durchlaufen, denn hier kamen jetzt auch nochmal 3 Stück. Zwei saßen im Flur und wurden getriggert. Da lieber durchlaufen, manchmal verbacken die euch so ein bisschen in dem Flur, wo das Gas kommt. Da müsst ihr dann einfach wieder zurückrennen, dass ihr da nicht stehen bleibt. Hier könnt ihr euch wieder ganz gut hinter der Wand verstecken. So könnt ihr zumindest schon mal den Bleeblubber töten, ohne dass euch die ganzen schnellen Faulen irgendwie attackieren können. Und danach könnt ihr immer mal wieder so ein bisschen vorlaufen, Schlag machen und euch wieder verstecken. Falls ihr euch nachrüsten müsst, dann könnt ihr euch auch einmal hinter die Tür stellen. Und dann ist auch so eine große Horde hier gar kein Problem. In dem nächsten Raum kommen jetzt zwei Bleeblubber und zwei schnelle Faule, die am besten zuerst töten, denn die machen ja mehr Schaden. Abgesehen von der Attacke der Bleeblubber, dann machen sie 12, ansonsten nur 4. Wenn es geht, einfach ein bisschen ausweichen, dafür muss der erst aber erstmal tot sein.
Jetzt im nächsten Raum wird es mal ein bisschen tricky, denn da wartet die stinkende Leiche auf euch. Die machen ja einige mit Schusswaffen und Gasmaske und hast du nicht gesehen, brauchen wir alles nicht. Militärklamotte und Hackbeil reicht komplett aus. Ihr könnt euch natürlich jetzt mit dem Hammer anschleichen, müsst ihr aber nicht. Allerdings solltet ihr genug Heilung parat haben, denn ihr müsst jetzt so lange vor ihm weglaufen, bis er aufhört zu stinken. Das sind immer ungefähr so 10 Sekunden. Hier hinter der Wand könnt ihr euch nicht verstecken, denn das kommt komischerweise alles hier durch. Und dann habt ihr auch ungefähr 10 Sekunden Zeit, um die stinkende Leiche zu töten. Wenn er wieder anfängt, lauft ihr einfach um ihn herum, solltet bis dahin 30 Leben mindestens haben, denn er macht ja 20 Schaden, wenn ihr da im Gas drinne steht. Und dann habt ihr ihn auch beim zweiten Durchgang eigentlich direkt getötet. Die Knochen solltet ihr immer mitnehmen, denn die braucht ihr für einige Nahkampfwaffenmodifikationen, unter anderem vom Rohr. Bekommt ihr sonst beim Verwüster, beim Blinden und bei der Hexe. Allerdings ist da die Droprate nicht unbedingt so besonders hoch. Wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Hier unten findet man aber eigentlich immer einen. Jetzt beim nächsten Raum schön die Ruhe bewahren. Sieht gleich ein bisschen schlimmer aus, als es ist, denn hier kommen jetzt einige Zombies auf euch zugerannt. Aber das sind jetzt nur die schnellen Beißer, von denen ich eben erzählt habe. Die kennt ihr ja aus den normalen Gebieten. Machen aber nur 2 Schaden und nicht 8, sonst würde das Ganze hier ganz anders aussehen. Mir ist jetzt sogar zwischendurch die Rüstung kaputt gegangen und ich habe es trotzdem überlebt. Und das war auch schon die erste Ebene hier. 2 Militärklamotten haben wir schon verbraucht. Waffen und Medis sollte reichen. Mit der Rüstung könnte es knapp werden, aber das gucken wir mal. Kommt immer darauf an, welche Ebene jetzt auch kommt. Und da machen wir auch gleich weiter, sparen uns mal den Weg bis dahin. Und wir haben Glück, es ist wieder nicht die Ebene mit den Kokons. Ihr stellt euch so lange hinter die Tür, bis der Bleeblubber seine Attacke fertig gemacht hat. Dann geht ihr in die Tür und schlägt auf alles, was da vor euch steht, ein. Wenn die Attacke kommt, wieder hinter die Wand und so weiter und so fort, bis alles tot ist, was da stand. In dem Raum dahinter wartet gleich wieder auf uns eine stinkende Leiche. Diesmal ist es ein bisschen schwieriger, denn da sind noch einige andere Zombies um ihn herum. Da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr dann versucht, die möglichst zuerst zu töten. Danach habt ihr genug Platz, um euch um die stinkende Leiche zu kümmern. Ihr habt dieses Mal auch nicht ganz so viel Platz, um weit von ihm wegzulaufen, aber das reicht auf jeden Fall aus. Wie bei der anderen Leiter auch, zählt so ein bisschen mit, damit ihr wisst, wann er ungefähr anfängt zu stinken, dass ihr da nicht unter 30 Leben seid, denn wenn der Rauch einsetzt oder das Gas einsetzt, dann bekommt ihr gleich 20 Schaden, nicht dass ihr dann tot seid. So seid ihr da immer auf der sicheren Seite. Wenn von den schnellen Faulen nur noch 2 über sind, dann könnt ihr euch auch schon um die stinkende Leiche kümmern, aber vorher würde ich es nicht machen, weil dann bekommt ihr einfach zu viel Schaden. Ich werde mir jetzt nochmal vorsichtshalber hier 20 First Aid Kits aus der Inbox nehmen. Nicht wundern, die ziehen wir nachher wieder ab, aber sicher ist sicher. Ich werde am Ende sowieso noch einmal auflisten, was genau wir jetzt hier verbraucht haben. Ist natürlich immer davon abhängig, welche Ebenen man hat. Aber so habt ihr einfach mal so einen Richtwert, wie viel ihr mitnehmen müsst. Hier beim nächsten Zombie wird es mit Anschleichen ein bisschen schwierig, denn der Giftkotzer schaut genau in unsere Richtung. Ihr müsst aber definitiv den Bleeblubber zuerst töten, denn der Giftkotzer heilt sich sowieso jedes Mal, wenn er durch seine eigene Kotze läuft, macht auch 20 Schaden, wenn er euch trifft. Und das solltet ihr wirklich quasi nachher in Ruhe machen, denn das Ganze ist ja auch relativ eng und so vermeidet ihr einfach, dass das ewig dauert. Außerdem geht das Ganze so oder so ganz schön auf die Rüstung, wie ihr seht. Wir haben jetzt nur noch einen ganz kleinen Rest über, aber hier wartet nur noch der Schleicher alias Gollum und der macht ja nur mickrige 2 Schaden pro Schlag. Den könnt ihr eigentlich auch mit dem Speer platthauen. Vom Loot her hat sich das diesmal nicht so sehr gelohnt, aber immerhin haben wir keine Schusswaffen verbraucht. Ich glaube, Schrauben bekommt man eh nicht mehr, wenn das Boot fertig ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn das bei euch auch so ist. Und wir haben 3 Militärklamotten, 14 Möhren, 5 Messer. Einen ganz kleinen Ticken vom Hammer und 31 First Aid Kits sowie 14 Verbände verbraucht. Ich finde, das geht eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß, eure Chaos Mini.